French Open Finalist und Österreichs Tennishoffnung Dominic Thiem ist nach seiner Verletzung, die ihn zu einer Aufgabe in Wimbledon gezwungen hat, zurück auf dem Court. Beim 500er Turnier am Hamburger Rotenbaum will der 24-jährige Lichtenwörter um seinen 11. Titel auf der ATP-Tour mitspielen. In der Runde der letzten 32 liefert sich Thiem mit dem französischen Herausforderer Corentin Moutet einen offenen Schlagabtausch. Beim Stand von 3:3 im ersten Satz sichert sich die Nummer 8 der Welt das entscheidende Break. Am Ende holt sich Thiem den ersten Durchgang mit 6:4. Im zweiten Durchgang liegt der Dominator zunächst mit 0:2 zurück. Danach hält sich jedoch die Gegenwehr von Moutet in Grenzen und der Österreicher zeigt sich von seiner besten Seite. Thiem holt sich 6 Games in Serie und setzt sich nach einer Stunde und 23 Minuten dank eines abschließenden Fehlers des Franzosen mit 6:4 und 6:2 durch. Im Achtelfinale wartet auf Dominic Thiem der Australier John Millman, der sich im ersten Spiel gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff durchgesetzt hat. Los geht's am Donnerstag um 10 Uhr vormittags.